Hallo zusammen. Ich habe heute einen Simply Easy Quick and Chic Look für mich geschminkt mit einer Farbe. Und ich habe mir überlegt, ob ich das nicht öfter mache. Ich hatte nämlich gar nicht vor, ein Video zu drehen und dachte mir, ach, ich mache mich jetzt fertig. Ich könnte ja eigentlich mal die Kamera anmachen. Da habe ich mein ganzes Zeug mit zum Kameraplatz genommen, weil der Schminktisch, der ist nicht so im gleißenden Licht, weil ich habe ja hier so eine Kamera stehen etc. Und die Frage ist, was haltet ihr davon, wenn wir sowas jetzt machen? Mit Dingen, ich erkläre das extra nochmal im Video, also die man so hat, nicht immer alles neu kaufen, sondern Dinge, die wir haben, die wir uns gekauft haben in den letzten Jahren oder Monaten, damit einfach Look zu kreieren, so ein bisschen kreativ sein. Also ich habe heute mit einer Farbe angefangen und habe einen für mich, ich finde, es ist ein super frischer, einfacher Look. Und den habe ich jetzt geschminkt und gehe nachher raus und den habe ich jetzt für euch praktisch aufgenommen. Also viel Spaß beim Zuschauen. So, dann beginne ich jetzt mal mit dem schnellen, schicken, frischen Look mit einer Lidschattenfarbe. Das hatte sich eine Zuschauerin gewünscht, und zwar diesen 83 von Janelle Illusion d'Ombre Illusoire. Tolle Farbe. Ich weiß nicht, sie hat sie, glaube ich, bekommen im Internet. Ne? Also bei Douglas gibt es sie nicht mehr. Aber das ist, ich meine, das ist ein relativ großes Töpfchen. Und ich möchte jetzt in diesem Jahr ein bisschen mehr wieder auf Minimalismus. Bin ich ja eh. Aber mit dem Schminken, also mit den Sachen, die ich habe, ohne jetzt großartige neue Sachen zu kaufen. Weil, ich meine, mit den Farben, seien wir doch mal ehrlich, man kann das Rad nicht nur erfinden. Es ist, wie es ist. Es gibt immer mal wieder so ein paar Highlights. Aber eigentlich haben wir ja alle Farben. Ne? Und ich möchte in der nächsten Zeit einfach Looks zeigen, Ü50 Looks. Ü40 kann natürlich auch so schminken. Mit Produkten, die ich habe. So, ich beginne jetzt mal. Als allererstes nehme ich mein Illuminating Oil von Dalton. Dieses wunderbare, feuchtigkeitsspendende Anti-Aging Serum, um meine Haut vor dem Auftrag des Make-ups einen klein wenig Glow zu verleihen. Und das ist, ach, es ist so erfrischend, weil ich heute keine pudrige Foundation, sondern eine cremige Foundation auftrage. Ach, das ist wunderbar. Mm. Diese Öle, dieses Manui-Öl aus der Frangipani-Blüte. So, Chanel Vitalumiere Agua. So. Auf den Handrücken. Ich nehme heute mal einen größeren von Zoeva Nummer. Keine Ahnung, ich kann es nicht sehen. Das ist so klein geschrieben. Und trage mit dem Foundation Pinsel großflächig das Make-up auf. Das war, ihr habt das gesehen, wirklich ein kleiner Pumpstoß. Und ich wiederhole mich, wahrscheinlich Deckkraft leicht bis mittel. Deshalb müssen einige Sachen abgedeckt werden. Zusätzlich. Dazu nehme ich jetzt hier den Concealer von Clinique, weil das passt sehr schön mit dieser Farbe von der Chanel Foundation. Ja, ich hatte eben ein ganz tolles Gespräch mit einer Freundin. Wir haben uns totgelacht. Der tut nicht, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Herrlich. Schön, wenn man solche Freundinnen hat. Verena, danke. Es war ein tolles Gespräch. Ich glaube, das war es mit dem Abdecken. Ne? Gut. Ein paar hektische Flecken und ein paar Rötungen. Gut. Zum Abpudern nehme ich den von Bobbi Brown. Wait, wow.
Nur ein bisschen hier für die Nase und hier. Jetzt nicht, dass ich da mir eine Schicht Puder drauflege. Einfach, ich habe mir ein bisschen von diesem losen Puder in das Deckelchen gemacht, geschüttet und mattiere das jetzt ein wenig. So, die Augenbrauen. Das ist der Claudia Schiffer Brow Styler. So die kahlen Stellen hier ein bisschen auffüllen und dann nach oben bürsten. Ich möchte nur diesen Lidschatten benutzen. Ich will einfach einen frischen Look, der ganz schnell aufzulegen ist. Hier vorne. Und weil viele Frauen schminken einfach nur mit einer Farbe, ne? Oder wollen nur mit einer Farbe schminken. Das soll ja schnell gehen. Jetzt habe ich hier einen Verblenderpinsel. Ein bisschen verblenden und aufpassen, dass ihr hier nicht nach unten zieht, die Farbe. Ne? Entweder ein Tübchen oder ein Finger oder ein Klebestreifen. So, mit einem, das ist dieser Eye-Präzisions-Pencil, gehe ich jetzt am unteren Wimpernrand entlang. Also nicht auf der Linie, ne? So. Und ziehe das hier nach oben. Und da seht ihr, wo das abschließt, ne? Ja. Da habt ihr eine schöne, saubere Kante. Das ist eine Deep Black Extension Mascara. Feines Bürstchen. Feines, rundes Bürstchen. Also das wird auch nicht, ist das vorne ein bisschen größer? Nee, ist eine Größe. Ist toll. Gerade für Frauen, die jetzt nicht so üppige, lange Wimpern haben. Die Mascara, schaut mal, was die trennt sehr schön die Wimpern. Jetzt nehme ich diesen Brightening Brick von Bobbi Brown. Das ist Rouge und Highlighter in einem. Und trage mir das Apfelbäckchen mäßig. Macht einfach, lächelt euch im Spiegel zu, um das jetzt ein bisschen nicht so fleckig aussehen zu lassen. Gehe ich immer noch mal ganz gerne mit dem, deshalb habe ich auch den dicken Pinsel heute genommen, mit dem Foundation Pinsel darüber und verteile das so smoother. Mein Lip Liner. Das ist jetzt mein Liebling geworden, dieser Pillow Talk. Ein preiswerter Lipstick von Revlon. Kann man so schön rausziehen, diese Stifte. Und die riechen so toll nach Pfefferminze. Ich sage, das ist irgendwas mit Love. Irgendwas mit Love. Ich sage immer, das ist so eine Melonenfarbe. Und Lila und Melone passt toll zusammen. Das würde ganz anders aussehen, wenn ich jetzt einen dunklen Lippenstift benutzen würde oder Nudefarben. Aber dieses Frische, ne? Ja. Ja, ja. Schön, ne? Ihr könnt mir ja leider nicht antworten. So. Ich mag diese Stifte sehr gerne von Revlon.
Und wenn man möchte, kann man sich ein klein wenig, um das nur so ein bisschen aufzupumpen, einen naturfarbenen, also einen klaren Gloss aufgeben. Und diese Shine-Shine-Shine-Glosse von Essence, die sind vom Geruch her sehr ansprechend. Und da gebe ich jetzt ein bisschen hier. Das geht doch nicht. So, ihr Lieben, ein schneller Look mit einer Farbe. Ich habe mir überhaupt nicht überlegt, ob ich heute Morgen, also ich wollte eigentlich gar kein Video machen und dachte mir nur, ich mache jetzt mal so einen schnellen Look. Und dann dachte ich mir, okay, machst einfach die Kamera an und schminkst. Aber diese unkomplizierten, schnellen Looks, finde ich, die sind für uns Frauen, die immer irgendwie beschäftigt sind und im Laufen und Rennen und viel zu tun haben und trotzdem Wert auf ihr Äußeres legen, sind die ja ganz brauchbar. Ne? Gerade mit einer Lidschattenfarbe, mit cremigen Lidschatten oder eben auch mit pudrigen. Ich werde jetzt mal so gucken, was meine Schminksammlung alles hergibt und werde einfach ein paar Looks für euch schminken. Wenn ihr Lust darauf habt, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, also das heißt, gebt mir ein Feedback, ob ihr Lust habt. Das war ja auch so ein Wunschvideo, aber ich habe nicht gedacht, dass ich es heute gleich mache. Aber ich wollte diese Farbe sowieso auftragen, weil ich finde, die macht so einen, gerade wenn das draußen so grau ist, die macht so einen ganz schnellen, frischen, easy, simply easy, schicken Look. Man kann übrigens diese Farbe oder so eine ähnliche Farbe, es muss ja nicht die von Chanel sein, als Tages-Make-up, als wirklich frischen, schönen Tageslook. Und wenn man das am Abend, kann man es ja verstärken und kann sich so richtig schöne Smoky Eyes machen und dann noch mit einem schwarzen Kajal auf der Wasserlinie. Also kann man auch glamourös schminken, diese Farbe. So, der Brightening Brick von Bobbi, der ist auch sensationell. Diese Farbe habe ich auch schon über ein Jahr. Ich mag den sehr gerne, diese Farbe. Und auch die Kombination dieser beiden, die sind wirklich, ich mag die sehr gern. Ich habe da einige Farben von, diese Lipstick-Stifte. In diesem Sinne, ihr Süßen, habt einen lovely day. Ich wünsche euch wie immer das Beste. Die Kamera wackelt, seid besonders gut zu euch. Und für die Mädels, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ihr könnt mir gerne kostenlos ein Abo dalassen oder mir auf Instagram folgen unter Kirsti Coco. Ist alles verlinkt hier. Habt einen schönen Tag, seid gut zu euch und bis bald. Ciao.